Jo, dann fahren wir doch mal wieder töten. Wobei, warte mal. Also, erst müssen wir das Auto reparieren. Dann habe ich gerade gesehen, dass wir direkt vor unserer Haustür ein Kohlefeld haben. Und ob das nicht vielleicht reicht. Weil momentan leben wir ja quasi von einem Mining Drill an einem Kohlefeld. Das heißt, so einen riesen Klotz, wie wir da oben haben, brauche ich eventuell gar nicht. Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit. Weil ich muss mir auch immer die Größenverhältnisse vor Augen führen, ne? Das Feld da ist schon so groß wie... Naja, so groß wird es schon sein. Da passen vielleicht 8, 9 Drills drauf. Das müsste doch eigentlich reichen. Nimm mal den mit. Mach mal hier ein Loch ein. Draußen sind zersplitterte Leichen. Aber die falschen. Warum bist du so komisch transparent? Ach, du despawnst gerade. Das haben sie aber sehr schick gelöst. Also nicht, dass sie einfach so instant depoppen, sondern wirklich so quasi kompostieren. Du da, du da, so. Ah. Ich verwechsel immer, wo vorne und hinten ist bei dem Ding. So. Das Kohlefeld da, meinte ich. Ja, das reicht doch auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Dann muss ich mir gar keinen Druck jetzt machen mit Töten, Töten, Töten und so. Also ich werde trotzdem ein, zwei kleine Basen kaputt machen für die Alien-Artefakte, die wir brauchen für die Forschung. Aber danach... Ach, wie mache ich das am besten? Darüber mache ich mir gleich beim Töten Gedanken. Also, wir könnten hier eine eigenständige Wasserversorgung, Stromversorgung und dann Lasertürme aufbauen. Oder wir expandieren die komplette Basis, aber es wäre ein bisschen Overkill. Naja, ich muss aber nur ganz viel... da kommt was. Ich muss einfach nur ganz viele Türme da hinhauen, dann passt das. Weil das wird dann auch das Hauptziel sein von allen Angriffen. Weil die Angriffe kommen ja von da, da werden wir angegriffen und da. Das heißt, die Kohlebasis hier wird das alles abfangen. Also richtig, richtig viele Lasertürme. Bau mal richtig, richtig viele Lasertürme, bitte. Gut. So, jetzt würde ich gerne ein, zwei Sachen kaputt machen, einfach nur für Artefakte. Zum Beispiel hier die Hunde. Gut, Rückwärtsgang. Zip. Okay, es waren jetzt nur 3 Artefakte. Das lohnt nicht so super dolle, aber das sind 30 lila Science Packs, richtig? Ich glaube schon. Ah, schönes Drillgeräusch. Ja, das Problem ist nur, wir brauchen immer so 300, um irgendwas zu erforschen. Das ist immer ein bisschen deprimierend. So, rein. Was haben wir noch? Wir hatten hier irgendwo noch eine kleine Basis. Aber wir Öl brauchen wir nicht. Ja, da ist was ganz Kleines. Das hätte ich gerne. Was bist denn du? Ein Hundespawn. Das sind 1 bis 2 Alien-Artefakte. Da tummelt sich was. Deswegen steige ich mal nicht aus dem Auto. So, ein Artefakt. Das da ist zu groß. Wow. Es sind keine Beißer. Quatsch, es sind keine Würmer da. Was bist du? Elderbeiter, 1000 Lebenspunkte. Oh, der hat weniger als die Berserker. Dafür 3-mal so viel wie ein Bigbiter. Also ich... Ich würde eigentlich ganz gerne diese Basis zerstören, weil es sind keine Würmer da. Das heißt, ich müsste das eigentlich schaffen. Ich muss sie halt nur immer wieder zu unserer Basis ziehen. Ah, das war irre gefährlich. ich sehe halt nur die Science Packs vor meinen Augen. Also solange da keine Würmer sind, müssen wir echt nur vorsichtig... okay. Wir müssen eigentlich nur vorsichtig fahren. Das ist der Hauptpunkt. Also gut, ich versuche mal, den Spawner zu zerstören.
uns zu überleben. Gut, wir haben einen Spawner erfolgreich zerstört. Oh, die sind flott, diese lila Dinger. Oh. Okay, jetzt müssen wir die gesamte Bagage nach Hause locken. Okay, und dann wieder zurückfahren. Ja, okay, das wird nichts so schnell. Ja, und nicht in die Basis da unten laufen. Oh oh. Ich merke gerade, die von da oben, die nicht so schnell sind wie er hier, die laufen jetzt durch die Basis durch und nehmen die mit, ne? Ja gut, das könnte jetzt interessant werden. Wir hatten gerade Lasertürme gebaut, oder? Irgendwas wurde zerstört an Hund, okay. Bleib nicht hier draußen stehen. Ich steige aus, gehe da rein. Oh Mist. Nein, genau falsch. Hier weg. Reparier das Auto. Das Auto würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Okay, jetzt kommt nur Kleinkram, ist okay. Lasertürme? Lasertürme. Okay, ich brauche bald bessere Lasertürme. Sonst artet das wirklich aus mit hunderten von Lasertürmen für eine einzige Angriffswelle. So, Spawner Nummer 1. Fehlen noch 30. Das heißt, ich werde das jetzt nicht machen. Aber ich könnte es theoretisch. Und eigentlich sollte ich es auch. Weil wenn ich es jetzt nicht mache, dann poppen dann nach und nach die ganzen Würmer auf. Und dann werde ich die Basis niemals zerstören können. Das zu. Was ist da kaputt gegangen? Wir haben keine Lasertürme. Ach, da wurde ein Laserturm auch zerbissen. Ja, okay. Laserturm. Da. So, mach die Mauer da wieder hin. Aber sowas von. Gut. Okay, was mache ich jetzt? Ich würde gerne noch töten. Das war falsche Entscheidung. Lauf. Lauf. Oh, ich bin schneller als die. Glaube ich. Wenn ich gerade gehe, ja. Wenn ich schräg gehe, nein. Was? Das ist eine sehr unerwartete Entwicklung gewesen. Ich dachte, ich wäre tot. Das heißt, ich brauche jetzt mal einen neuen Wagen. Bauwagen. Wo ist der bessere Wagen? Oh, da kommt noch jemand. Gut, wo ist der bessere Wagen? Da. Der brauchte gar nicht den kleinen Wagen. Hier, Köder. Ich brauche einfach nur Stahl. Dazu muss ich eigentlich nur in die Nähe eines Roboports. Haben wir hier ein Roboport? Gehen wir einfach mal hier durch. 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 Da. Aber um auch jetzt den lila Biter zurückzukommen. Also seine Spezialfähigkeit scheint einfach nur zu sein, schneller zu laufen. Also er ist schwächer von der Abwehr her als die Berserker. Die Berserker haben ja 1300 Lebenspunkte oder so und diese Elderbeiter haben nur 1000. Aber dafür sind sie halt schneller. Und vielleicht machen sie mehr Schaden. Das kann ich nicht beurteilen. So, kommt Stahl? Ja, Stahl kommt angeflogen. Okay. Gib mir einen neuen Wagen. Irgendwer will einen Laserturm haben. Schmeiß die Lasertürme mal da rein. So, Auto. Da. Gut, also, jetzt nochmal runter. Also ich müsste beide großen Würmer erwischt haben. Das war ja auch mein Ziel gewesen.
Aber ich habe halt vorher ganz schnell einen auf den Deckel bekommen, weswegen der Wagen halt auch Schrott ist. Aber es ist sehr gut zu wissen, dass man sowas überleben kann inzwischen mit diesem Laufmodul drin. Ja. Ja. So, du Sprit noch. Falsche Richtung. So. Es wird Nacht. Okay. Ja, gucken wir mal. Da Spawner. Oh, die sind beide noch da, die Würmer. Nicht ernsthaft. Gott, dich töte ich. Oh. Okay, dich töte ich auf die altmodische, neumodische Autoweise. Also ich bin mit dem Wagen zielsicher auf zwei Würmer zugefahren und ich habe den Spawner daneben erledigt und bin explodiert. Das ist nicht so schön. Ah, da sind noch so viele leckere Bissen in der Nähe. Die Basis und die Basis auch noch schön klein. Muss ich gucken. Also nachts sollte ich echt nicht rumfahren, weil noch geht es von der Sicht her. Es ist jetzt schon ziemlich dunkel, aber noch geht es. Es wird ja noch dunkler. Vor allem, wenn man sich in den Wagen reinsetzt, wird es noch viel dunkler. Ne? Weil man halt nur nach vorne in die Scheinwerfer reinguckt vielleicht. So, Würmer weg. Beide Würmer kaputt. Okay. Alien-Artefakte mitnehmen. Mitnehmen. Ah, viel zu dunkel. Trotzdem gucke ich mal ganz kurz darunter. Das sind zwei Würmer und ein Spawner. Okay, Würmer. Habe ich beide erwischt? Wow, okay, die roten zu überfahren tut sehr weh. Oh, der Spawner lebt noch. Das wird so nix. Oder? Nee. Ich dachte, ich könnte irgendwie hier im Kreis führen und dann meinen Wagen währenddessen reparieren, aber nee. Okay, der Spawner bleibt erstmal alleine da. Ich muss jetzt irgendwo nach Hause kommen, ohne überall durchzufahren. Jetzt sehe ich echt nichts mehr. Zoom mal näher ran. Da. Okay. So, aussteigen. Mitnehmen. Tür machen. Also allein deswegen wäre ich schon fast versucht, auf die 011er Version umzusteigen, wegen den Toren. Das ist halt irre praktisch. Oh. Sie sehen schon mal imposant aus. Anscheinend richten die Elder weiter auch mehr Schaden an. Obwohl, nee, der Berserker macht viel mehr Schaden als der Elder. Ja, also der Elder scheint nur schneller zu sein. Was von dem Namen her gesehen ein bisschen komisch ist, aber okay. Wagen hinstellen. So, wir warten jetzt ein paar Stündchen, bis es wieder hell wird. Und dann fahren wir weiter. Wofür brauchen wir als nächstes Alien-Artefakte? Ich denke für die nächste höhere Rüstung. Das wäre die Power Armor MK2. Dafür braucht man 50 Alien-Artefakte. Vorher brauchen wir noch Speed-Modul MK3 und Effektivitätsmodul MK3. Die brauchen jeweils 30 Alien-Artefakte. Ja gut, dann lassen wir die Forschung durchtickern. Danach erforsche ich Effektivitätsmodule 2, dann 3, dann Speedmodule 3. Das heißt, wir brauchen insgesamt 110 Alien-Artefakte für die Zweierrüstung. Okay, hat ein Grid von 10x10. Unsere hat einen von 7x7. Das ist schon ordentlich. Dann könnten wir auch 2 oder 3 Laufmodule reinpacken, dann brauchen wir kein Auto mehr. Was das Ganze schon mal sehr viel einfacher macht, wegen gegen Bäume fahren und sterben und so. Ich kann dann allerdings nicht mehr einfach so durch Basen durchheizen.
Außer die MK2-Rüstung zählt gleichzeitig als Dampfwalze, was ich irgendwie bezweifle. Aber ja, das Lasergewehr. Ich stecke sehr viel Hoffnung in das Lasergewehr. Das heißt, ich sollte das eigentlich zuerst erforschen, um zu gucken, wie stark es wirklich ist. Weil sonst brauche ich die Rüstung gar nicht, sonst bleibe ich einfach im Wagen sitzen. Na gut, wir haben noch 4-5 Stunden, bis die Sonne aufgeht. Erstmal, bevor ich irgendwas optimiere, verteile ich ein bisschen Licht. Will hier nicht mal im Dunkeln rumstehen. So. Dann überprüfe ich, warum willst du mir eine Kupferplatte geben? Na komm, befüttert mich, ist okay. So, dann überprüfe ich die Tanks von Eisen und Kupfer. Und danach kann ich gucken, wo ich rumoptimiere. Also, Kupfer ist... Ich hasse es. Okay, Kupfer ist fast voll, dafür ist Eisen leer. Und was genau ich hasse, ist der Fakt, dass wir in einer Folge nichts haben. Und eine Folge später sind die Tanks voll. Obwohl da 10.000 Kupfer drin ist, was mehrere, was 1.500 oder so Platten äquivalent sind, was ja eigentlich eine Weile reichen sollte. Yes, yes, yes. Ja gut, aber Eisen. Ich kann weiter am Eisen rumdoktoren. Also das Roheisen, das dreckige Eisen, ist fast komplett voll. Ich hau einfach jetzt mal. Dum, 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 dum. Mach das da weg und hau hier einen Splitter rein. Damit sich garantiert nichts mehr staut.